Wenn aber die Krankheit schon mehrere Jahre andauert und Chemotherapie eingesetzt wurde, dauert der Heilungsprozess etwas länger. 8, 12 oder manchmal sogar 18 Monate. Die Krankheit wird jedoch definitiv geheilt. Unabhängig davon, ob man Krebs der Stufe 4 hat, wenn der Krebs im ganzen Körper verbreitet ist, wird er immer problemlos geheilt. Das ist alles, was Sie tun sollten, um die Krankheit zu heilen, die laut Ärzten unheilbar ist. Hier aber mit dieser Methode behandelt, ist Krebs hundertprozentig heilbar. Es wird auch hundertprozentig Rheuma, Arthritis, Gelenkerkrankungen, alle Krebsarten, unabhängig davon, in welchem Körperteil Sie sich entwickelt haben. Versuchen Sie es also und lieben Sie Ihr Leben. Manchmal werde ich gefragt, wie soll ich duschen? Selbstverständlich, auch wenn Sie den Verband haben, müssen Sie duschen. Ich habe folgenden Rat. Sie können problemlos baden, im Schwimmbad schwimmen oder im Meer, vor dem Wechsel der Kichererbse, vor dem Öffnen der Wunde, wenn Sie die Bandage tragen. Also nur mit bedecktem und bandagiertem Bein. Nach dem Bad oder der Dusche wird die Binde nass sein. Dann prüfen Sie die Kichererbse und den Verband. Wenn das Wasser also eindringt, ist es nicht gefährlich. Wechseln Sie nach dem Bad einfach den Verband. Shower, you have to change it, so everything is okay. 1995 habe ich meine Methode zu prophylaktischen Zielen an mir angewandt, um mich vor Krebs zu schützen. Ich dachte damals, dass ich nach der Behandlung über die nächsten 20 Jahre mit Sicherheit nicht an Krebs erkranken werde. So what happened in Im Jahre 2003 jedoch erkrankte ich an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sie werden mich fragen, warum das früher vor dem Ablauf der 20 Jahre passiert ist. Warum die Prophylaxe in der geplanten Zeit nicht funktioniert hat. Ich muss Ihnen sagen, dass die Vorbeugung in Wirklichkeit hervorragend funktioniert hat. 1986 erwartete ich eine Krebserkrankung und wandte deshalb die Methode ein Jahr davor an. Ich vermutete, dass die nächste Möglichkeit einer Krebserkrankung um das Jahr 2005 erscheinen könnte. Leider ist es bereits 2003 passiert. Ich habe nicht berücksichtigt, dass die kritische Anzahl der Kanzerogene im Organismus von Jahr zu Jahr größer wird. Im Zusammenhang mit den größeren Mengen an Chemikalien, die zu den Lebensmitteln eingegeben werden, hat mich der Krebs schließlich überrascht. Ich erkrankte an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Nach einer späteren Einschätzung hatte ich bereits im Jahr 2000 eine zur Ausbildung von Krebs genügende Anzahl von Kanzerogenen. Im Jahr 1986 hat mich meine Methode vor Krebs bewahrt. Diesmal passierte es früher, als ich erwartet hatte. Wie Sie wissen, ist der Krebs der Bauchspeicheldrüse eine der gefährlichsten Krebsarten und endet zu 96% mit dem Tod. Lediglich 4% der Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs überlebt die Krankheit. Ich gelang selbstverständlich in eine Klinik und in einer Situation,
in der ich kaum etwas machen konnte, hat man mich über 5 Stunden lang operieren lassen. 5 Ärzte operierten mich, die einstimmig beurteilten, dass ich keine Überlebenschancen hätte. Sie teilten meiner Frau mit, sie sollte sich auf meine Beerdigung vorbereiten. Sie sagte es mir sofort, nachdem ich wieder zu Bewusstsein kam. Sie schien sehr bekümmert. Wir hatten nicht genügend Geld, um Beerdigungsdienstleistungen zu bezahlen. Ohne nachzudenken, erwiderte ich ihr: Hab keine Angst, es ist sehr einfach. Wenn wir kein Geld für meine Beerdigung haben, bedeutet das, dass ich dazu noch nicht bereit bin und dass ich nicht sterben werde. Selbstverständlich kam auch ein um mein Leben besorgter Arzt und sagte: George, die einzige Rettung für dich ist die Chemotherapie. Andernfalls wirst du sterben. Ich teilte ihm das Gleiche mit, was ich meiner Frau schon gesagt hatte. Ich habe nicht genügend finanzielle Mittel und deshalb bin ich noch nicht bereit zu sterben. Vielleicht ein anderes Mal. Meine Methode ist ungewöhnlich günstig. Sie kostet lediglich 10 Cent täglich und heilt jede Krebsart, Rheuma sowie AIDS. Reiche Leute haben kein Vertrauen zu meiner Methode, weil sie eben sehr billig ist. Sie wollen sich von berühmten Onkologie-Experten gegen große Geldsummen behandeln lassen und glauben, man wird sie heilen. Selbstverständlich sterben sie in den besten Kliniken. Aber ihre Familienangehörigen haben genügend Geld, um ihnen die Beerdigung zu bezahlen. Einmal ist mein Nachbar an Prostatakrebs erkrankt. Als ich es erfuhr, bot ich ihm selbstverständlich meine Methode an und sagte ihm: In 6 Monaten wirst du gesund und nie mehr an Krebs erkranken. Ohne meinen Worten großes Interesse zu schenken, hörte er mir zu und erwiderte: George, meine Tochter ist Arzt. Sie wird mir die beste Klinik finden, damit ich geheilt werde. Tatsächlich, so war es. In der besten Klinik bot ihm der beste Onkologie-Experte 3 Arten der Chemotherapie an. Eine Behandlung kostete $600, die nächste 1.200 und die dritte $2.000. Natürlich wählte mein Nachbar die teuerste Behandlung aus. Nach 6 Monaten ging ich ihn besuchen. Er lag in einem schönen Sarg in einem Beerdigungsinstitut. Sie sehen, wenn Sie so arm sind wie ich und kein Geld für die Beerdigung haben, verbleibt Ihnen nur, meine Methode zu versuchen und weiterzuleben. Für 10 Cent täglich können Sie von jeder Krebsart genesen, Rheuma und sogar HIV loswerden. In den 80er Jahren entschied ich mich zu den Untersuchungen zu diesem Heilmittel gegen Krebs. Während meiner Untersuchungen erfuhr ich, dass seit 1990, und jetzt haben wir das Jahr 2009, kein Onkologie-Experte sich darum bemühte, Krebs zu heilen. Ich habe auch den Verdacht, dass keine Klinik sich darum bemühte und kein Forscher tatsächlich ein Heilmittel gegen Krebs finden wollte. Davon zeugt die Tatsache, dass wir bis heute kein effektives Heilmittel gegen Krebs haben. Es ist schwer nachvollziehbar, warum man innerhalb von so langer Zeit und für $milliarden, die für Untersuchungen ausgegeben wurden, kein Heilmittel fand. Ich denke, dass die Anekdote, die ich Ihnen erzählen werde, dies völlig erklären wird. Es ist eine russische Anekdote. Ein junger Mann ging nachts über eine Moskauer Straße und traf eine Frau, die im Lichte von Laternen etwas am Straßenrand suchte.
Weil er ihr helfen wollte, ging er zu ihr und fragte besorgt: Was haben Sie verloren? Ich würde Ihnen bei der Suche helfen. Die Frau antwortete, dass sie eine Münze für den Bus verloren hatte. Beide begannen also, um die Laterne herumzusuchen. Schließlich fragte der junge Mann: Haben Sie tatsächlich hier die Münze verloren? Sie erwiderte: Nein, nicht hier, dort. Und sie zeigt auf eine 30 Meter von der Laterne entfernten Stelle. Der junge Mann staunte und fragte: Warum suchen Sie denn da und nicht hier? Weil hier die Laterne steht. Und dort ist es so dunkel, dass man nichts sieht, hörte er. Diese Anekdote passt ideal zu den gegenwärtigen Forschern und Onkologen, die Heilmittel gegen Krebs suchen. Die nicht das suchen, was sie sollten, und nicht, wo sie sollten. Über 30 Jahre bemühte ich mich, es diesen Onkologen bewusst zu machen, dass sie nicht das suchen, was sie sollten, und nicht, wo sie sollten. Niemand wollte auf mich hören. Niemand schenkte dem, was ich sagte, Aufmerksamkeit. Es wollte sich sogar niemand mit mir treffen. Warum? Weil ich ein Physiker bin und mich mit der Medizin nicht auskenne. Trotz all dem behaupte ich mit größter Entschlossenheit, dass sie dank meiner Methode geheilt werden. Ich verneige mich vor Dr. Aschka deswegen, weil wir uns nicht einmal dessen bewusst sind, wie genial diese Entdeckung ist. Einfach und genial. Es ist genau das, worauf der gegenwärtige Mensch wartet. Die völlige Degeneration aufgrund der verseuchten Umwelt. Alle 10 Jahre verdoppelt sich die Umweltverseuchung. Meine Herrschaften, ich fing bereits von mir aus an. Am zweiten Tag habe ich es aufgelegt. Und nach einer Woche hörte mein Knie auf zu schmerzen. Es hatte mir schon 2 Jahre lang geschmerzt. Manchmal konnte ich kaum gehen. Nachts konnte ich den mittleren Knieteil nicht zum zweiten Knie legen, weil es weh tat. Und als ich am Sonntag in der Kirche war, kniete ich ein paar Mal und dann wurde es mir bewusst, dass das Knie nicht mehr schmerzt. Vor 2 Jahren stellte man bei mir Lungenkrebs fest, nach der Operation und nach fast 2 Jahren Metastase in den Knochen. Ich erfuhr von meiner Tochter, dass es eine solche Methode gibt und wandte sie an. Und nach 2 Monaten Behandlung kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich mich um 30% besser fühle. Ich danke Ihnen, Herr Professor. Ein Autogramm, bitte. Sagen Sie bitte, wie haben Sie diese Methode angewendet? Was haben Sie gemacht? Was ich gemacht habe? Ich habe genau das gemacht, was der Herr Professor gesagt hat. Ich begann mit Knoblauch, dann legte ich eine Kichererbse auf, umwickelte das Ganze mit elastischer Bandage und mit diesem Kohl. Mit all dem wende ich es bis jetzt so an. Früher ging ich nirgendwo hin aus, nicht einmal zu meiner Nachbarn.